Hallo, herzlich willkommen zu Hero Showdown. Keine Ahnung, was das ist. Es ist jetzt neu raus, Early Access. Ich wollte es mir anschauen. Und wollte auch, dass ihr euch das auch anschaut. Alles klar, erstmal also Augen weggelasert. Schön. Okay, bei dem ist jetzt nicht so hart. Oh, der sieht gut aus, der passt zu mir, glaube ich. Chaos Dämon, das ist alles klar. Also, erstmal schauen. Wir haben hier erstmal, fängt es an mit China. Chinesischen Schrift. Musst du da überhaupt draufklicken, dann kommst du auf Englisch. Habe ich jetzt leider nicht reingeschnitten, weil das Sound einfach so laut war. Der muss ich erstmal runter reduzieren. Oder dafür. Hier haben wir anscheinend, ja, wöchentliche Rotation. Settings, Notiz, ja. My Info. Level 1, Chaos Hammer, User Code. Okay, alles klar. Solo Battle. 0% Winrate, Team Rank, okay. Ich habe auch noch nichts, ne? Golgosh, Amon, Tarn, Valkyrie, Agathon. Okay, hier sind Astrael, Melia. Wir haben hier also einige Heroes, Items, Synergy. Wir haben hier also einiges zu erkunden. Okay, das ist ein Paladin. Wir können also auch ein Paladin zocken. Ja, da ist er, ne? Gott. Dann lassen wir den erstmal drin. Er ist ein Knight, also ein Ritter. Ab 2 Knights Shield to Allies. Und Magic Damage reduziert. Guild Cooldown. Okay. Gehen wir mal auf Play. Gehen wir mal ins Tutorial rein, oder? Würde ich mal so sagen, weil ich habe absolut. Ja, gut, okay. Willkommen zu Hero Showdown. Build, okay, das habe ich nicht gelesen. Dragon Place Heroes from the. Das kennen wir soweit, ne? Okay. Ich habe jetzt mal 3 von 3 platziert einfach. Würde mal sagen, wir behaupten uns jetzt mal gegen niemanden. Doch, gegen NPCs. Okay, wir haben also unsere Viecher springen. Stormtroopers Warhammer. Alter, nice. Warhammer. Da haben wir ihn. Physical Skill Attack Power 50. Okay, wir können also. Was haben wir hier? Belzebub. Alles klar. Wir haben hier also Belzebub dreimal drin. Item Shop. Den nehmen wir noch mit. Sollten wir anscheinend machen. Back in Item to Equip on a Hero. Wir haben hier getauscht. Okay, er kann aber auch 2. Man kann also, ja, ist nicht upgraded. Schade. Ich weiß nicht, ob man Items kombinieren kann. Ich glaube schon. Vielleicht. Meistens so. Victory Rating for Next Battle. Warum habe ich denn hier einen bekommen? Das verstehe ich nicht. Wir sind also auf jeden Fall in einem Auto-Chess. Was ich sogar ganz gut finde, dass die Grafik recht. Ist es Dota-lastig oder so? Geil, ne? Wie nennt man das? Victory Gold 30. So, ich nehme also die hier mit. Hab dann Ini auf Stufe 2. Da sieht man das, glaube ich, ne? 1, 2. 2 nach vorne. Ihn nach hinten. Lass mal auf selbe Target gehen, würde ich sagen, ne? So ziemlich. Okay, da oben könnten wir skippen. Und hier unten haben wir also unseren Modus. Ach, was wir kombiniert haben. Assassine. Wir bräuchten noch einen dritten. Für mehr Critical Strike Chance und Damage. Das sollten wir doch theoretisch hinkriegen können. Jetzt die Frage, wo kann man ein Level kaufen, ne? Also das Tutorial ist jetzt aktuell. Wir werden hier reingeschmissen in den Auto-Battler. Skip? Nein. Nein. Okay. Ich kann das noch nicht skippen. Ich muss hier abwarten. Bin halt ganz oben, natürlich, ne? Stehe halt ganz oben in der Nahrungskette.
Ich wollte gerade sagen, werden die jetzt nicht geheilt oder so? Jetzt haben wir hier einfach mal eine riesen Armada. Noch ein zwei. Warum? Wo kann ich denn da? Wo habe ich denn mein Geld? Da oben ist mein Geld, ne? Alles klar. Assassine ist es aber halt. Jetzt. Jetzt haben wir Assassine. 3 von 6. War derselbe, deswegen. Jetzt brauchen wir gleich noch einen davon, dann haben wir Stufe 3. Da ich die Stufe 4 geholt habe, hat der andere es auch getan. Ja, Winning Streak. Ich habe doch schon einiges an Geld, auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt haben wir da wieder einen bekommen. Aber bis jetzt muss ich sagen, optisch ist das ein ziemlich schöner Autobattler. Und da mich das neue Set von TFT nicht so reizt. Item Shop. Wir können sogar Items. Ja, moin! Okay. So kann man die also kombinieren. Was macht der? Den gönnen wir dann mal hier auf ihn hier. Und haben verschissen, weil das Stufe 1 ist. Gut gemacht. Hero Shop. Hat's gepasst? Nee, oder? Egal, wir haben den nächsten Stufe 2. Ich habe also auf den Stufe 1er habe ich jetzt ein krasses Item gehauen. Wir können also hier Items sogar kaufen. Ja, Crystal Earnings. Skill gescheit. Okay. Machen wir auf ihn hier. Hero Shop ist noch nicht. Ah, hier können wir dann weitermachen, oder? Random Hero. Okay. Ja, das weiß ich noch nicht. Dem Smith, ne? Das ist aber nicht der aus Matrix, weil dem geht es anscheinend nicht so gut. So, ihn kann ich hier was geben. Sehr schön. Er ist er. Okay. Hier du mal weiter. Wir bräuchten noch zwei. So. Machen wir mal noch einen Stufe 2 Tank einfach oben drauf. Wenn mir gar nichts anderes einfällt. Das ist unser Standard Hero. Eigentlich können wir den weg tun. Okay, Air Range. Sein Problem ist aber, ich habe Assassine. Ich kann die Leute also ranziehen, meine Ulti. Sehr schön. Hab da gleich zwei von und er juckt sich einfach hier, glaube ich, gar nichts. Da ist ein, ich wollte gerade sagen Corki, aber das sieht doch nicht ganz so aus wie Corki. Nicht mal ansatzweise. Nee, gar nicht. So, Item Shop auf jeden Fall. Ja, Attack, Utility, Defense, Skill. Ich kann Skill kaufen. Alter, das Game ist voll für mich. So, Devil. Recovers 40% auf. Da hab ich. Okay. Zack. Stufe 3. Wenn ich ihn also jetzt mit reinhaue, haben wir noch Gladiator dazu. Adds 50% Field Damage to both sides of the target. Okay, nice. Nehme ich ihn dann nochmal direkt mit. Bin mal gespannt, das Waldelfen. Meine Assassinen jumpen halt. Bild. Im Prinzip die Items auf den Level 1 sind wasted. Aber trotzdem glaube ich, dass wir da gute Chancen haben. Genau, alleine seine Crits carryen, seine Tankiness. Auch ganz gut. Ich habe aber nur die Items halt komplett verhauen, ne? So ein bisschen doof gelaufen. Das ist ja gestern wohl nicht so gut gelaufen. Aber nicht schlimm. Morgen wird besser. So. Haben wir. Gut. Dann haben wir ihn Stufe 2, ihn Stufe 2. Jetzt mal das Item ein bisschen mehr sind sogar. Echt gut. Ihn können wir eigentlich theoretisch wegtun. Hero Shop. Human Assassine.
Sechste Assassine wäre theoretisch ganz cool. Sehen wir da? Assassine, okay, ein Elf. Wir sehen also, was wir haben. Assassinen, Elfen. Im Prinzip haben wir auch eine Winningstreak und das Tutorial ist quasi schon besiegelt. Habe ich denn was verpasst noch? Okay, hier ist der Chat. Kann sogar jemanden whispern? Im Spiel? Mit Freunden? Das ist sogar cool. Ein Chat eingefügt im Spiel? Einen vernünftigen? Oh, nicht schlecht. Imperial. Okay, jetzt können wir alle. Sollen wir. Okay. Was bist du denn? Wizard an. Ach, Untertan Wizard. Okay. Das war Stufe 2. Ja, haben wir aber mitgenommen, ne? Was haben wir denn noch? Wir haben sonst direkt nichts, ne? Wir haben Assassine. Devil. Devil 4 wäre noch gar nicht so schlecht, ne? Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe einen anderen draufschauen. Er ist weg. Elfen. Wenn man das One Young Tree Spirit, jetzt macht irgendwas. Okay. Das Gold habe ich auch natürlich ja noch gut im Blick gehabt. Also so gut wie gar nicht. Kommt er nochmal drauf? Er ist ein Wizard. Devil, warte. Hero Shop. Devil. Ist die mal eben drauf? Im Prinzip haben wir keine Chance, richtig ihn zu bekommen, ja, glaube ich, oder? Victory, ja, ist halt easy. Er macht halt recht viel Damage. Shadow, Stufe 3. Das heißt, wir gucken beim Item Shop eigentlich. Utility. Attack Power. Okay, gekauft. Kann ich mir nicht leisten. Schade. Das wäre schön. Okay, jetzt geht's nochmal weiter. Jetzt haben wir ihn auf 3. Müssen, glaube ich, auch gar nicht mehr jetzt so weitergehen. Wir haben ihn auf 3, ihn auf 3. Wenn wir nach vorne setzen. Theoretisch müssen wir ihn verkaufen, glaube ich. Und ihn dafür reintun. Ne, er ist er, ne? Habe ich nur doppelt. Okay, derjenige mit den Items hat verloren. Der ist weg. Der ist raus. Schön. Lebensregeneration. Aber jetzt haben wir auch gewonnen, glaube ich, ne? Ne, doch noch nicht. Wir nehmen also. Theoretisch. Den vierten Assassinen machen wir ihn rein. Er hatte trotzdem den Dreier-Buff, auf jeden Fall. Er hätte gut was an Items. Aber ich habe auch noch Assassinen. Und es ist immer noch ein Tutorial, also keine echten Entscheidungen, kein echter Spieler. First place, you are the Great Master. Ah, oh, guck mal. So baut ein Tutorial einen auch doch auf, ne? Sagt einfach, du bist der Allerbeste. Hätte auch die. Okay, also. Man sieht, es war halt ein Tutorial. Alles klar, Notiz. Okay. Das ist also unser Anfangschamp, den wir so kriegen können. Oh. Badass. Dann traue ich mich beim nächsten Mal, würde ich sagen, in die richtige Runde. Hoffe, da seid ihr auch dabei.
Weil in die richtige Runde müssen wir halt einsteigen, dann mit gemeinsam. Weil gemeinsam sind wir stärker. Und werden einfach das ganze Spiel unterjochen. Vielen Dank dafür. Dann haut rein und tschüss.